Moin Moin und herzlich willkommen hier zu Vampire Survivors. Wir hatten das ja jetzt schon echt viel gespielt. Ich habe noch 34.000 Gold. Wir haben hier immer noch alles aktiviert. Sammlungen. Es gibt hier eine Menge Sammlungen, die wir noch haben. Die Peitsche kann jetzt evoliert werden. Das Ding kann anscheinend evolieren. Das Ding kann evolieren. Das Ding kann evolieren. Und ein paar Sachen fehlen uns sogar noch. Abgeschlossene Verbergen. Es gibt mittlerweile 41 Achievements, was ich machen muss. Erhalte Gratings Spiegel, finde die verbotenen Schriftrollen von Morbane, finde Arx Gouda, überlebe 30 Minuten mit Galo oder Divano. Also wir müssen hier echt viel machen. Und wir müssen mit jedem Charakter Level 50 werden. Eigentlich. Mit jedem Charakter oder Level 80 sogar. Uiuiui. Okay. Kann man ja schon fast zu einem Let's Play machen, wa? Ja, dann starten wir mal und nehmen dann. Was ist das denn hier? Verrückter Wald. Sind das jetzt die ganzen Level oder was, die es gibt? Maximale Waffen 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Eier an und aus. Wenn man Eier anmacht, geht was hoch. Man kann auch sagen, okay, nur eine einzige Waffe. Entwicklung geht auch um 1% höher. Ach so, die goldenen Eier, das ist unser Fortschritt oder was? Okay, dann, ja, dann nehmen wir einfach mal den ersten. Nehmen wir jetzt einfach mal den ersten Charakter hier. Kann ich hier auch irgendwas anklingen? So, was gibt's hier? Relikte. Okay, das sind von den einzelnen Dingern. Okay. Oh, was ist das? Hier gibt es sogar noch ein Relikt. Komm her und halte deine unheilige Vespa ab. Boss Challenge. Hier waren das ja mit den ganzen Bossen. Okay, und hier haben wir auch noch irgendwas. Hier haben wir nichts. Hier haben wir was. Hier. Müssten wir rein theoretisch dann finden. Da haben wir beides. Aha. Da haben wir. Da haben wir. Und da fehlt halt auch die Knochenzone. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier Stage 3, die Molkerei, und holen uns das Buch. Jo, dachte Demos, komm jetzt. Ja, mit die Demo war abgelaufen. Konnte ich nicht machen. Alter, ich habe immer noch hier diese Schatten im Gesicht, ne? Alter Falter, du, komm. Alter, einfach die Schatten im Gesicht, ne? Aber was ist das denn? Hyper. Beeilen. Da geht alles doppelt. Arcanis. Limitbruch. Also mit Limitbruch geht das wahrscheinlich dann über 30 Minuten. Ich mach mal alles an. Let's go, alles an. Heilung ist verdoppelt. Wiederherstellung von LP für Gegner in der Nähe Schaden zu. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal gespielt habe. Das Spiel hatte einfach gar nichts, ne? Einfach gar nichts. Nein, das liegt an meinen dicken, fetten Wangenknochen. An meine Hasi-Pupsis-Dinger. Gesamtbereich wechselt 10 Sekunden lang zwischen 25 und 25. Der Charakter gewinnt jedes Mal 1% hinzu. Zwischen minus 25 und plus 25? Ach so. Die Größe. Stoppt den Erfahrungsgewinn. Erfahrungsedelsteine verwandeln sich in explodierende Geschosse. Schatztruhen enthalten mindestens drei Items. Aber dafür kriegen wir kein Level mehr. Dann nehme ich jetzt mal die Karte. Kann ich nicht. Dann mache ich Fragezeichen. Heilung ist verdoppelt. Okay. Warte, ich muss erstmal gucken.
Okay, da unten haben wir das Relikt. Hier unten. Da müssen wir hin. Dann gehen wir da hin. Attacke. Aber wir brauchen ja auch ein paar Level, ne? So, da war direkt die Tauben. Nehmen wir die Tauben mit. So. Direkt Level 2 hier. Weil je schneller die voll sind, desto easier. So. Ich habe ja ein bisschen Zeit, bis ich ganz nach unten muss. Ja, dann nehmen wir das Herz, dann können wir die Peitsche nämlich evolieren. So, einmal hier vorbei. So. So, das ist. Diese Eidechse ist schon so ein kleiner Boss, kann das sein? Zauberbinder. Okay, brauchen wir noch nicht. Da ist die Kiste. Lass mich mal hin. Nope, weil an den Forts-App-Bildern sieht man die nicht. Weil da arbeite ich mit Filtern. Digga, da arbeite ich doch mit Filtern. Ich schick dir doch keine Naturbilder. Als ob ich dir hier die blanke Wahrheit schicke. Ja. Und theoretisch dürften wir auch die Sachen nicht einsammeln, die so außenrum so sind, ne? Wenn man die auch alle haben will. Immer so ein Stück. Weil ist ja quasi dann Slotverschwendung. Aber ich will ja jetzt eigentlich zum Relikt da unten. Auf jeden Fall die Schnelligkeit von Geschossen. Oh, warte. Aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, also Vampire Survivors ist ja so der Standard gewesen, ne? So das erste Spiel von all den Dingern. Da muss ich aber sagen, mittlerweile gibt es aber auch schon tausendmal bessere Spiele, oder? Dann nehmen wir die Flügel auch mit. Und Spinat auf jeden Fall. Damit wir stärker sind. Aber wenn ich das hier auch evolieren möchte, sollten wir eigentlich auch sowas mitnehmen, ne? Eigentlich ja, ne? Ich nehme die mal mit. Kann ich nachgucken, was ich dafür brauche? Wir brauchen den plus zwei Teile. Wir brauchen zwei Teile, um das zu evolieren. Und dafür auch zwei Teile. Dann sollten wir jetzt auf jeden Fall zwei Plätze übrig lassen. Und hier, man kann zwei Peitschen machen. Die Peitsche wird ja mit dem Ding zur roten Peitsche. Aber wir brauchen auch eine blaue Peitsche. Wo ist denn hier eine blaue Peitsche? Und das Ding brauchen wir auch noch, wenn wir mit den Flügeln arbeiten wollen. Was ist das? Die blaue Peitsche? Hamsterbäckchen, wie ich sie nenne. Das sind liebevolle Wolleknollen in meinem Gesicht. So. Bam! Wir haben ja eine Errungenschaft gekriegt mit dem Vogel. Ja, dann. Wir brauchen zwei Sachen dafür. Weiterhin auf die Waffen gehen. Damit die Waffen ganz schnell evolvieren.
Aber ich habe ja jetzt den Limit Boy. Den Limitbruch an, ne? Also geht das jetzt über 30 Minuten? Ich weiß das gar nicht, du. Ich weiß das gar nicht. Was ich hier aussuche die ganze Zeit. Aber ich habe ja auch doppelt Speed an. Also eigentlich geht das ja auch dann nur 15 Minuten, ne? Wir kriegen ja auch jetzt hier viel mehr Bosse. Ich habe ja doppelt angemacht. Ja, komm, geh endlich tot. So, und was ich sagen wollte. Ich finde mittlerweile die ganzen Survivor-Klone, da gibt es schon deutlich, deutlich bessere als Vampire, ne? Also Vampire ist quasi das Urgroßvater von all denen. So, weiterhin auf Beitsche. So, den brauchen wir, damit die evolieren. Haben wir jetzt Doppelvogel. Hier! Vento Sacro! Kennen wir noch gar nicht. Stärker bei kontinuierlichen Bewegungen. Kann kritischen Schaden verursachen. Das ist neu, das kennen wir noch gar nicht. Das brauchen wir auch. Für die Peitsche. Okay, ganz neue Items, die wir einfach noch gar nicht kennen. Dann hätte ich mal die Faust und so nicht nehmen sollen, wa? Oder das Spinat. Das wird uns ein bisschen... Das klaut uns ein bisschen Platz. Ich meine, drei Plätze... Ah, nee, das ist eine Waffe. Scheiße, das ist ja eine Waffe. Das ist eine andere... Guck mal, wir haben jetzt Doppelpeitsche. Das heißt, wir müssen, wenn wir jetzt eine neue Waffe haben wollen... Guck mal, hier, die blaue. Pam. Pam, pam, pam. Achso, und die peitscht nur, wenn wir uns bewegen. Die peitscht nur, wenn wir uns bewegen. Aber wir müssen die Vögel voll kriegen. Guck mal, da ist der erste tot. Oder so. Wenn wir stehen bleiben, peitscht die nicht. Tschung. Eine Fünfer. Bam. 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 Alter, wie viel Geld da einfach drin ist. 2500. Junge, Junge, Junge. Oh, der Verdoppler, den hätte ich auch so gerne. Kommt dann alles an. Ich lebe noch. Nichts passiert. Scheiße, Macaroni, du. Scheiß die Wand an, sag ich, du. Ja, schnell hier durch. Hier sind aber mittlerweile zwei Bosse. Guck mal, da ist ein blauer. Oh, ein Dreier. Buh. Ich lebe doch noch. Alles gut. Dun, dun, dun. So, da unten ist das Relikt. Ich kann schon riechen. Ich rieche es. Da, der grüne Pfeil. Da. Was ist das? Gewährt dauerhaften Zugriff auf die Liste besiegter Gegner über das Hauptmenü. Oha. Oh, jetzt verfolgen die mich. Das mögen die geil.
Ich kriege auch keine Erfahrung, weil ich die meisten Erfahrungen liegen lassen muss. So, was war nochmal das Gelbe hier? Was macht das hier nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, da ist ein Boss. Achso, wenn ich das nehme, kommen doch irgendwie diese Bosse gehen doch irgendwie nicht tot, ne? War das nicht so? Diese gelben. Da ist eine Kiste. Lass mich ran. Das ist mein Spruch. Bing. So, die Peitsche ist jetzt aber gleich fertig. Da ist Essen. So. Der Vogel. Damit die sich verbinden können. Ein Magnet wäre cool irgendwie. Ein Magnet wäre so schön. Alter, das wird immer mehr. Das wird immer mehr. Hilfe. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Brauch Essen. 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 Hilfe. 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 I needed Essen. I needed Essen. Scheiße. Ich wollte doch so gerne evolieren. Keine Chance. Da machst du nix. Kiste. So, jetzt haben wir die Peitsche schon mal evoluiert. Aber die Peitsche kann ja noch mal evoluieren. Wenn wir jetzt die andere Peitsche auch noch auf volle Pulle machen. So, und wir haben jetzt Lebensraub. Weil die rote Peitsche, die klaut von den Leben. Oh, fressen. So, jetzt peitsche die alle nieder. Hier den Vogel noch verbessern. Aber wir kommen gut durch. Ah, easy, ja. Wenn ich jetzt noch einen Magneten hätte. Da unten ist noch ein roter. Gucke mal, wie ich die einfach alle wegmädel. So, der schwarze Vogel ist gleich durch. Hier nochmal schwarzer Vogel. Dann das. Dann das. Dann auf jeden Fall. Erhöht Tempo, LP-Anzahl und Häufigkeit der Gegner. Achso, das verbessert nur. Dann macht den. Das macht ja nur die Gegner stärker. Auf jeden Fall die Taube. Müll-Item, Hase, Standard. Ja, ja. Ich bin ja hier auf Erfolge aus, Digga. Auf Erfolge bin ich aus. Was ist das? Was ist das? Karten. Wir haben eine Karte gekriegt. Oder darf ich mir jetzt eine Karte aussuchen? Also alle 10 Sekunden haben wir jetzt eine große Reichweite und dann haben wir 10 Sekunden eine kleine Reichweite. Also die Peitschen, guck mal, die Peitschen richtig groß. Papapam, papapam. Das ist der nächste Boss. Und gleich 10 Sekunden nichts. Keine Reichweite. Da jetzt. Jetzt ist sie klein. Jetzt ist sie kleiner geworden. Aber wir kommen gut durch. Gar kein Problem. Geht der gelbe Boss tot? Ich weiß es gar nicht mehr. Den bräuchten wir auf jeden Fall, um die Waffen zu evolieren. Aber wir haben die andere Pistole eh noch nicht. Aber nur Level 1. Müll. Weißt du, was Müll ist? Level 1 Kisten sind Müll. Und kein Magnet besitzen, das ist auch Müll. Falle haben wir auch doppelt Leben.
Wir haben doch die Karte mit Doppelleben. Wo ist hier Doppelleben? Ich sehe hier gar nichts an Doppelleben. Sind wir schneller? Ich weiß gar nicht, geht der Gelbe tot? Ich habe das Gefühl, der Gelbe geht nicht tot. Der kriegt doch auch die ganze Zeit Schaden, oder nicht? Rein da. Rein da. Also zum Glück haben wir aber, was ganz wichtig ist, mehr Leben. Durch das schwarze Herz. Das schwarze Herz gibt uns so viel Leben. Oh shit! Eine Dreier. Bum, bum, bum. Ich bin aber gleich tot. Ich muss schnell hier weg. Schnell heilen. Heilen. Schnell Gegner töten. Ja, schön hochheilen hier. Ja, sehr gut. Sehr gut. Heilung. Heilung. Ich brauche Heilung. Die Tier. Oh Mann, das wird ja immer dicker hier. Hilfe! 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 Ich lebe noch! Ich lebe noch! Hilfe! Ich hab was im Fressen gefunden! Buddy. Guck mal, wie easy ich das hier mache. Guck mal, wie easy. Gleich schon wieder voll. Oh, alle eingefroren. Jetzt gibt's richtig Schläge. Guck mal, wie schnell ich wieder voll bin. Guck dir das an, du. Aber easy gemacht. Ja, die auf jeden Fall. Ich brauche Fähigkeiten am besten. Rein in die Kiste. Oh, noch eine Karte. Jetzt kriegen wir das ja. Jetzt kriegen wir ja gar keine Erfahrung mehr. Was ist jetzt denn passiert? Sie explodieren! Stimmt ja, die Kugeln explodieren jetzt. Und wir kriegen jetzt immer drei Items. Immer. Wieder drei Items. Da, er ist tot. Er ist tot gegangen, der Gelbe. Aber wir kriegen jetzt keine Level mehr. Das heißt, wir kriegen den Erfolg nicht mehr mit 50 Leben. Guck mal, wie schön die alle knistern hier. Knister, knister. Knister, knister. Muss ich die einsammeln, damit die explodieren? Ja, ich muss die einsammeln, ne? Warte mal. Kann ich nicht nachgucken? Guck mal, wenn ich gar nichts einsammle, passiert auch nichts. Wenn ich aber reinlaufe, dann macht es knister, knister, knister. Knister, 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 knister. Guck mal, wie sie alle explodieren. Guck mal. Knister, knister, knister. Ich bin tot. Hat sich ausgeknistert. Aber wir haben das Ding.